Hallo, hier ist Christine von yesnomads.com und heute sind Paul und ich hier in Prag und zwar in dem Judenviertel. Und das Judenviertel, das wird auch genannt, also die Josefstadt, und zwar nach Josef II., weil er eben den Juden, den ihr Leben sehr erleichtert hat damals. Deshalb wurde das eben nach ihm benannt. Das ist die spanische Synagoge. Die ist im maurischen Stil, also sie wurde inspiriert von der Alhambra. Und zwar wurde die im 19. Jahrhundert eben erbaut. Und in den 90er Jahren wurde die renoviert. Und man kann da auch reingehen. Ich glaube, da kann man einen halben Tag da drin verbringen, da ist so viel zu sehen. Hier ist jetzt die Pinker-Synagoge. Und die ist heute eben Gedenkstätte für den Holocaust. Und man sieht eben drinnen an den Wänden Namen und Geburtsdatum und den Tag, wann diese Leute in die Konzentrationslager geschickt wurden. Also es waren 78.000 Namen, sind dort eben an der Wand erwähnt. Und es ist eben, um das daran zu erinnern und auch um die eben zu gedenken, weil man kann ja sie nicht identifizieren mehr. Also das hier ist die alt-neue Synagoge. Die wurde 1270 erbaut und es ist die älteste noch betriebene Synagoge in Europa. Und es gibt eben auch eine Sage, also eine Legende über Golem. Golem, das war eine Figur, die wurde von dem Rabbi Lö, wurde sie kreiert. Das war so ein Diener. Und der Diener sollte eigentlich die Juden beschützen. Aber manchmal ist er ein bisschen außer Kontrolle geraten in ein Monster. Und deshalb musste der Rabbi Lö ihn wieder zurückverwandeln in Lehm. Also er hat eben diese Figur aus Lehm gemacht, musste sie wieder zurückverwandeln. Und das Lehm ist anscheinend im Dach. Im Dachboden oben in der Synagoge, und anscheinend wird es verboten, ins Dach reinzugehen, wo das Lehm ist. Und ansonsten bekommt man eine Strafe. Hier ist jetzt der alte Judenfriedhof, den sieht man hier. Und zwar erkennt man dem, dass eben diese Gräber sind aus dem Boden heraus. Also sie sind hochgesetzt, also sie sind nicht auf dem normalen Boden. Und zwar sind da tausende von Gräber sind übereinander gestapelt. Und zwar aus Platzmangel haben die das gemacht. Und der Friedhof, der geht zurück ins 15. Jahrhundert. Und auf dem Friedhof sind 12.000 Grabsteine. Und ich glaube, über 100.000 Gräber sind da in diesem Friedhof. Das hier ist das jüdische Rathaus, und was interessant daran ist, es sind zwei verschiedene Uhren bei diesem Rathaus. Oben auf dem Turm seht ihr eine normale, also eine römische, mit einem römischen Ziffernblatt. Und auf dem Dach, da ist eine Uhr mit einem hebräischen Ziffernblatt. Und bei dem hebräischen Ziffernblatt, da geht der Zeiger in umgekehrter Richtung, also von rechts nach links, also entsprechend der hebräischen Schrift. Unsere Tour der Josefstadt, also des jüdischen Viertels in Prag, die geht jetzt leider zu Ende. Und wir verlassen euch mit dem letzten Bild, das ist das Rudolfinum. Und falls ihr unsere anderen Videos von Prag und anderen Ländern auf dieser Welt, wo wir schon hingereist sind, sehen wollt, dann schaut doch einfach mal auf unserer Website vorbei. yesnomads.com. Tschüss!